Willkommen zur Champions League gegen Moskau. Heute mit der kompletten B11 auf dem Platz. Cazorla auch auf dem Platz. Den haben wir ja ablösefrei geholt von Arsenal. Klar, ist schon ein bisschen älter der Typ, aber ist immer noch ein 85er. Kann man sich ja mal gönnen, vor allem wenn er nichts kostet. Und gegen ZSKA, da haben wir ja schon gute Erfahrungen mit gemacht. In der K.O.-Phase letzte Saison ging es auch schon gegen die Russen. Und die haben wir dort sehr gut besiegt, wenn man das so sagen kann. Also wir haben sie auf jeden Fall geschlagen. Und das mehr als verdient und das sogar zweimal, glaube ich. Oder nee, einmal, dann haben wir simuliert, weil das erste Spiel 4-0 ausging, glaube ich. Also wir wollen hier natürlich einen Sieg mitnehmen. Klar, die Mannschaft ein bisschen ungewohnt, weil auch neue Spieler dabei sind, eben mit Santi Cazorla zum Beispiel. Quaresma übrigens haben wir auch geholt, heute auf der linken Seite unterwegs. Da wird sich zeigen, was die so können, unsere Neuen. Die haben ja alle eben nichts gekostet, vor allem Quaresma. Santi Cazorla hat auch nichts gekostet. Und noch jemand. Genau, Stefan Lichtsteiner haben wir auch noch verpflichtet, aber der ist heute nicht mit dabei. Sollte eben auch nur ein bisschen mehr, eben einfach nur Backup sein. Santi Cazorla. Jedwai. Robben im Strafraum. Thiago mit dem Abschluss und der war schwach. Oh, Christensen, die Annahme war nix. Übrigens ging Alaba auf eine 90 hoch, ey. Der Typ hat ein Potenzial, das ist krass. Der entwickelt sich richtig stark. Luka Jovic, der hat in der Bundesliga schon getroffen. Kann er seine Serie hier in der Champions League fortsetzen? Jedwai. Manchester City war an ihm interessiert, haben wir natürlich abgelehnt. Auch wenn wir Lichtsteiner geholt haben, ist Jedwai, der für die Zukunft. Hector auf der linken Seite für Alaba statt Martiello, weil Martiello den Leistenbruch noch hat, der ganze 2,5 Monate noch ausheilen muss. Jetzt hier ein Robben. Der ist natürlich immer noch schnell, auch wenn er nur noch ein 85er ist. Ein Robben! Das war nix. Jetzt ist die Seite offen. Christensen muss dran. Sanchez muss mit. Sanchez macht das. Ein Robben, ja. Und jetzt? Gut gelöst. Thiago, der sitzt! Eine halbe Stunde hat es gedauert. Und Thiago macht das 1-0. Boah, Thiago, klasse. Es geht direkt weiter mit Thiago über rechts, wollte ich sagen. Nicht mit rechts über Thiago. Oh, den Ball hätten wir auch kriegen können. Das ist ein Foul, wird vielleicht noch eine Karte geben. Oh, das war gut gemacht, aber das nicht. Angekommene Pässe, das ist ja schon mal nicht schlecht. Luca. Probiert's einfach mal. Das war nicht schlecht. Das ist gelb hier noch für Quaresma, ist es, glaube ich. Ja. Ricardo Quaresma. Ich dachte mir einfach, ja, warum holst du nicht? Ablösefrei. Kann man ja mal machen. Wenn er nichts ist, können wir ihn immer noch verkaufen für gutes Geld.
10 Millionen Euro dürfen wir mindestens noch kriegen für ihn. Ist ja immer noch ein 83er. 5-Sterne-Skiller, 4-Sterne-schwacher Fuß, also schlecht ist er nicht. Nur ob er in die Mannschaft passt, ist eben die andere Frage. Oh, das war nicht gut. Jetzt war mit dem Foul und jetzt hier abseits. Christensen. Sanchez. Luka Jovic. Luka Jovic macht da einfach zwei nass. Und da ist das Santi Cazorla und der macht's. 2-0. Kann man mal so machen. So, Halbzeit. 2-0. Schön noch zur Pause ein reingedengelt. Das ist immer schön. Jetzt bringen wir mal Burke hier rein. Den haben wir ja fest verpflichtet. Den konnten wir jetzt aber nicht mehr verleihen. Haben wir keinen Verein einfach gefunden. Dann bringen wir noch Kimmich rein für Cazorla. So. Ach nee, Quaresma ist ein 81er. Kein 83er. Aber ich glaube, er war zur Saisonhälfte letztes Jahr noch 83er. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube. Kann sein natürlich, dass er da im Wert einfach, im Gesamtwert runtergegangen ist in den zwei, in dem halben Jahr. Aber naja. Luka Jovic setzt sich durch. Da ist Burke. Burke! Burke! Oh, Quaresma fälscht den Ball fast noch ins Tor ab. Ribéry, der seine Karriere wahrscheinlich beenden wird zum Ende der Saison. Vielleicht will er einfach die Champions League nochmal gewinnen. Das müsste uns eigentlich gelingen in dieser Saison. Mit diesem Kader. Wir haben es ja in der letzten Saison schon fast geschafft. Aber da hat es dann eben an der Luft gefehlt. Das war der einzige Grund. Qualitativ waren wir auf jeden Fall auf einem Level. Aber eben dann ging uns irgendwann die Luft aus. Und dann waren wir anfällig für schnelle Konter. Die hat Real Madrid gebracht und die hat uns dann das Genick gebrochen. Ribéry. Franck Ribéry. Schöner Schuss und er ist drin. Letzte Saison kein Tor erzielt. Diese Saison in seinem ersten Spiel. Ist das die Auferstehung wie Phönix aus der Asche? Nach dieser relativen Durchschnittssaison letztes Jahr. Kommt jetzt sowas. Ein Traumtor. Und wieder der Ball auf Ribéry, der kriegt ihn aber nicht. Quaresma muss da alles reinsetzen. Der Schuss nicht gut, aber der Schuss von Thiago umso besser, aber geht nicht ins Tor. Sondern einen halben Meter dran vorbei. Na, Quaresma macht das gut, aber kommt da nicht durch. Kimmich.
Ah, wird da in letzter Sekunde noch vom Ball getrennt. Ribéry, der will es jetzt wissen. Geht da fast jedem Ball hinterher. Und holt sie sich auch. Ribéry. Thiago. Jetzt lässt Moskau das Spiel ja so ein bisschen laufen. Die haben, glaube ich, schon damit abgeschlossen, dass sie ja verloren haben, möchten aber noch eine größere Klatsche vermeiden. Berg sucht den Mitspieler, findet Hector. Oh, das ist kein Foul. Und das ist auch richtig. Hart aber fair war da die Devise. Und jetzt gibt's Einwurf. Ah. Schmeißt in der letzten Sekunde nochmal alles nach vorne. Berg. Berg setzt sich da durch. Oh, schöner Ball. Richtig schön rausgespielt. Gibt nochmal Eckball. Quaresma bringt das Ding rein. Und er ist nicht schlecht. Und Akinfeev muss da alles aufbringen, um den Ball nochmal rauszufischen. Oh, hier ist alles frei. Aber da läuft keiner hin. Und das war's. Bis dann und tschüss.